Hallo, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Heute machen wir weiter also mit unserem Thema Friede. Ich möchte also heute durch Gnade unser Herr Yehoshua Mashiach einen anderen Aspekt also von Friede heute geben. Also bevor ich weitergehe, möchte ich also mal kurz beten. Yehoshua Mashiach, führe mich, leite mich. Du bist mein Herr und ich rede für dich, Herr. Ich tue das also für dein Wort, für dein Werk, Yehoshua Mashiach. Leite mich, Herr. Du bist mein Herr, du bist mein Elohim, mein Gott. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. So, liebe Geschwister, heute machen wir weiter also mit unser zweiter Teil also von Friede. Also letztes Mal hatten wir von Friede schließen gesprochen, aber das war meistens also Friede mit Menschen, mit unserer Familie, mit den Familienmitgliedern, also die Menschen, die wir einfach begegnet, Friede schließen, also in Frieden mit anderen Menschen leben. Ich möchte also einen anderen Aspekt also von der Friede also heute geben. Nehmen wir unsere Bibel, also im Vers, in Kapitel 12 von Hebräer, ab Vers 14, also wie wir das letzte Mal also gelesen hatten, da steht also ab Vers 14, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Halleluja. Also hier steht, jagt den Frieden mit allen nach. Das bedeutet also, dass wir mit allen Frieden schließen sollen. Und also mit allen. Ich möchte also einen anderen Aspekt also von allen hier geben. Also hier allen heißt auch also Frieden mit unser Herr, unser Schöpfer, derjenige, der uns also Leben gibt, der uns alles gibt. Halleluja, wir sind am Leben heute, also weil er uns also das Leben gegeben hat. Also ich rede von dem Schöpfer, der die Sonne erschaffen hat, also alles erschaffen hat. Halleluja. Und wir sollen erstmal also Frieden mit ihm schließen. Wissen Sie, ich nehme mal also die Bedeutung also von Frieden. Was sagt uns überhaupt, also was bedeutet überhaupt Friede? Friede also im Wörterbuch, also ich habe also einen Duden also hier genommen, also ein Wörterbuch. Da steht also die erste Bedeutung also von Friede heißt, also ein Zustand des Inner- oder zwischenstaatliche Zusammenleben in Ruhe und Sicherheit. Halleluja. Also das heißt also Friede. Jedes Mal also wenn man also von Friede spricht, das bedeutet, es ist also ein Zustand, wo es keinen Krieg gibt, wo die Leute in eine gewisse Sicherheit leben. Halleluja. Es gibt nur also eine andere Bedeutung also von Frieden. Also Frieden ist also ein Zustand der Eintracht, der Harmonie. Das heißt, es gibt also eine gewisse Harmonie. Die Leute also leben, also man fühlt sich also in einer gewissen Harmonie und man fühlt sich also gut, Sicherheit und eine gewisse Ruhe. Es ist auch also eine ungestörte Ruhe. Da hat man also eine gewisse Ruhe, wenn man also Friede hat. Halleluja. Und es ist auch so ein Zustand, beschaulich, heitere Ruhe. Nochmal. Halleluja. Also Friede ist also ein Zustand also von innerer Ruhe oder von einer gewissen Sicherheit. Und wenn man also nicht mal, betrübt ist oder man fühlt sich einfach wohl. Halleluja. Aber hier steht also, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also hier sieht man sofort, also wir müssen also erstmal Frieden mit dem Herrn schließen. Friede mit dem Schöpfer schließen. Warum sind wir nicht also in Frieden mit dem Herrn? Das bedeutet einfach, dass wir, es hat also eine Trennung gegeben. Die Menschen leben getrennt also von dem Herrn, weit weg also von dem Herrn. Was trennt uns überhaupt also von unserem Schöpfer, von demjenigen, der uns also Leben gegeben hat? Es ist einfach die Sünde. Die Sünde trennt uns also von unserem Herrn, von unserem Schöpfer. Wenn man also in der Sünde lebt, dann ist man nicht in der Harmonie mit dem Herrn. Dann ist
da fühlt man also, spürt man also diese gewisse Unruhe in sich. Man ist nicht also, man lebt nicht also in Sicherheit. Einfach weil der Mensch sich also von dem Schöpfer getrennt hat. Durch die Sünde. Was ist die Sünde? Die Sünde ist einfach alles, was den Herrn also verbietet. Er sagt zum Beispiel, tut das nicht, aber tut das. Aber wenn man das nicht tut, dann lebt man also weit weg also vom Herrn, also von unserem Schöpfer. Lieber Geschwister, guck mal also diese ganze Welt. Alles, es gibt also Unruhe überall, Kriege und. Also die Menschen leben nicht, die haben keine Sicherheit. Alle haben Angst. Alle haben Angst, dass also das Leben also so plötzlich also aufhört. Die Sünde trennt uns also von unserem Schöpfer. Ich war letztes Mal, letzten Samstag auf der Straße hier in Regensburg, haben wir also kurz über ein bisschen evangelisiert, und da gab es also Leute, die wir also getroffen hatten. Und zum ersten Mal also hatte mich also eine Frau diese Frage gestellt: Ja, was soll ich denn tun, den Herrn, also Friede zu bekommen? Ich habe die Dame gesagt: Hey, Friede kommt nur von unserem Herrn, von dem Schöpfer. Wenn wir uns nicht also versöhnen also mit unserem Schöpfer, dann leben wir nicht in der Harmonie also mit ihm. Wir haben nicht also diese gewisse Ruhe, die er uns also geben kann. Halleluja. Aber wie geht das? Nur wenn man also Buße tut. Wenn man sich also von der Sünde entfernt. Wenn man sich also versöhnt also mit dem Herrn. Man kommt also in diesen Bund also mit dem Herrn. Und dann fängt man an also irgendwie diese Liebe, diese Friede zu erfahren, also zu erleben. Weil hier steht also ganz klar im Vers 14. Jagt dem Frieden mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also was bedeutet dieses Schauen oder dieses Sehen? Wenn man also nicht in Frieden mit dem Herrn ist, also in Harmonie, wenn man sich nicht also mit dem Herrn versöhnt hat, dann wird man den Herrn also nicht schauen, wird man den Herrn also nicht sehen. Wie sieht man also den Herrn? In seinem Leben, in sein tägliches Leben, in seine Familie, in seine Umgebung, alles, also diese Harmonie, da lebt man also in dieser Harmonie also mit dem Herrn. Und dann sieht man also diese Hand des Herrn also überall in seinem Leben, in der Arbeit, überall wohin man, egal was man tut, also überall wohin man geht, also man spürt also diese Gegenwart des Herrn, also einfach weil man sich also mit ihm versöhnt hat, Halleluja. Wie kann man sich also mit dem Herrn versöhnen? Indem man einfach Buße tut. Diese Dame wollte unbedingt wissen, also was bedeutet überhaupt, also Friede zu haben? Sie hat mich sogar gefragt, also wie hast du also Friede bekommen? Wie hast du diese Friede? Ich sagte, hey, weißt du was? Vor ein paar Jahren war ich auch jemand, der in der Sünde gelebt hatte. Aber tief in mir, mein Leben hat mir also überhaupt nicht gefallen. Man sah mich, also ich war da, ich hatte gelächelt, aber das war nur eine Facette, also eine Maske. Aber tief in mir hatte ich also keine Ruhe. Ich hatte keine Friede. Und dann habe ich also geschrien: Herr, wenn es also einen Herr gibt, wenn es also einen Gott gibt, bitte zeig dir. Ich will, also mein Leben gefällt mir nicht. Und ich weiß, also die Dame sagte, ja, du versuchst mich also irgendwie im Christentum also zu konvertieren oder sowas. Hallo, wir predigen nicht eine Konfession. Wir predigen nicht also eine Religion. Wir predigen nicht also irgendwelche, Denomination, irgendwelche Gruppe, christliche Gruppe, nein. Ich predige, ich rede über die Versöhnung mit dem Schöpfer, die Versöhnung mit unser Herr, Jehoshua Mashiach. Und ich kann mich erinnern, also als die Dame sagte, ja, aber ich bin Muslim. Ich bin Muslim, ich bin Muslim, ich bin Muslim. Ja, okay, gut, du bist Muslim, aber hast du Friede?
Nein. Hast du schon mal diese Friede erlebt? Sie sagte, nein. Ja. Nur Joshua Mashiach, Jesus Christus, er ist der Einzige, der uns also richtige Friede geben kann. Halleluja. Also mit ihm, er ist dieser Bund. Und ich hatte sogar die Dame gesagt, weißt du was? Wissen Sie was? Es hat viele Menschen also auf dieser Erde gegeben, die irgendwas Schönes gesagt haben und. Aber du weißt ganz genau, dass Joshua Mashiach so außergewöhnlich ist. Das ist der Einzige, der die wahre Liebe gepredigt hatte. Er hat diesen Weg gezeigt. Kein Mensch, kein einziger Mensch auf dieser Erde hat also wie er gesprochen und die Werke getan, was er getan hatte. Halleluja. Joshua Mashiach ist der einzige Weg. Amen. Und hier geht es darum, Harmonie, Versöhnung, Friede mit dem Herrn zu schließen, indem man also Buße tut. Amen. Weil unser Herr, er ist so wunderbar. Er ist so gut. Er ist gekommen, damit die Menschen die Sünde ablegen. Amen. Damit die Menschen sich also mit ihm also versöhnen. Weil er der einzige Weg ist. Halleluja. Nehmen wir zum Beispiel, was unser Herr gesagt hatte. In Johannes 14. Amen. In Johannes Kapitel 14 sagt unser Herr im Vers, lesen wir also im Vers 27, er sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden. Er sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Halleluja. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Halleluja. Dieser Friede, was Joshua gibt, hat überhaupt nicht also mit der Friede also in dieser Welt. In dieser Welt, Friede bedeutet, ja, ich habe Friede, ich werde Friede bekommen, wenn ich heirate. Ich werde Friede bekommen, wenn ich also einen Mann finde oder eine Frau finde. Ich werde Friede bekommen, Friede in meinem Herz, wenn ich also einen Job finde. Ich werde Friede in meinem Herz, wenn ich das und das und das finde. Aber Friede mit Joshua Mashiach, Friede mit Friede von Joshua Mashiach. Diese Friede hat überhaupt nicht mit Sachen von dieser Welt zu tun. Diese Friede hat nicht mit der Welt zu tun. Die innere Friede, die außergewöhnliche Friede, Halleluja. Ich sehe viele Leute, die sagen, die sind Christ. Die sind so und so und so, aber die haben keine Friede. Aber Friede hier kommt nur von Joshua Mashiach. Weil er sagte, ich gebe euch meinen Friede. Und dieser Friede ist so außergewöhnlich. Halleluja. Dieser Friede hängt überhaupt nicht von unserer Umgebung. Dieser Friede hängt überhaupt nicht von, was die Menschen sagen, was die Leute sagen, wie die Leute uns anschauen. Nein, dieser Friede, das ist also innere Friede. Halleluja. Keine Religion kann diese Friede geben. Keine Religion, egal, es gibt Leute, die so in Frieden trinken, die nehmen Alkohol, werden besoffen und denken also danach, alles also wieder schön sein wird. Es gibt Leute, die gehen also mit so vielen Frauen, so viele Männer und glauben, dass sie Frieden in Sex finden werden. Es gibt Leute, die leben in der Sünde, machen so viele Sachen, jagen Geld und denken, dass sie Frieden bekommen werden. Friede kommt nur durch Joshua Mashiach. Halleluja. Und Joshua sagte uns also hier, also in Vers 27, dass er Friede gibt. Amen. Und ich nehme nur also einen anderen Vers in Kapitel, also in Johannes, also 14, Johannes 16, in Vers 33, genau. In Vers 33 also sagt unser Herr hier, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Friede habt.
Friede bekommt man nur in Yeshua Mashiach. Er gibt Friede, mein Bruder, meine Schwester. Halleluja. Wenn wir also evangelisieren, wir gehen auf die Straße, wir sehen also, wie die Leute versuchen, irgendwie Friede oder Friede in so viele Sachen. Aber komm zu deinem Schöpfer. Komm einfach zurück zu seinem Wort. Und versöhn dich also mit dem Herrn. Versöhn dich also mit Yeshua Mashiach. Er ist der Einzige, der diese wahre Friede geben kann. Halleluja. Diese Harmonie, diese Ruhe, diese innere Ruhe, diese Sicherheit. Halleluja. In Kapitel 14, am Vers 1, sagt er sogar, Vers 1, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Halleluja. Wenn wir diese Glaube haben, wenn wir an ihn glauben, bekommen wir also diese Friede, Halleluja, ah, Halleluja. Yeshua Mashiach ist derjenige, der Friede gibt. In ihm haben wir Friede, innere Friede, diese Sicherheit, diese richtige Friede, Halleluja. Und ich kann mich erinnern, also früher, ich war also auf Mission, also in Afrika einmal, und ich hatte gesehen, wie diese Christen, die nicht mal so viel hatten, draußen gebetet hatten, die hatten nicht so viel zu essen, aber man konnte also diese Freude sehen. Man konnte erkennen, also diese Friede, diese Freude hatte überhaupt nicht also mit der Umgebung zu tun. Halleluja. Wenn du Buße tust, wenn du die Sünde ablegst, du sagst also, Herr, ich brauche diese Friede. Ich will mich also mit dir versöhnen. Bitte hilf mir. Komm in mein Leben. Hilf mir, Halleluja. Wisst ihr was? Friede. Wenn man das also tut, wenn man sich also mit dem Herrn versöhnt, indem man also einfach erkennt, dass man also ein Sünder ist. Man erkennt, dass man also der Schöpfer, Yeshua Mashiach, braucht. Ich rede nicht von einer Religion. Ich rede nicht also von irgendwelchen Konfessionen, katholisch oder Protestant oder sowas. Nein, das ist alles, was die Menschen auf diese Erde gebracht haben. Ich rede von der persönlichen Beziehung mit dem Herrn Yeshua Mashiach, weil er der Einzige ist. Der Einzige ist, der Friede, wahre Friede gibt. Halleluja. Und das ist der Punkt. Wenn man also Buße tut, dann bekommt man also seinen Geist, und genau sein Geist also gibt uns diese Friede. Wenn man also seinen Geist hat und als Frucht des Geistes steht auch Friede. Halleluja. In Galater Kapitel 5, also Vers 22, da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Halleluja. Viele Christen fragen sich also, sogenannte Christen, die gehören zu irgendwelcher Gruppe, irgendwelcher Kirche oder irgendwelche, gehen jeden Sonntag in die Kirche, suchen Frieden bei irgendwelchen Prediger, bei irgendwelchen Leuten, die Hände auflegen werden und. Die suchen Frieden bei den Menschen. Es gibt Leute, die gehen also zu irgendwelchen Seelsorger und versuchen also Friede, innere Friede zu bekommen. Mein Bruder, meine Schwester, ich sage, richtige Friede kommt vom Herrn. Wenn du Buße tust, wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist, wenn du zum Yeshua Mashiach, Jesus Christus, zurückkommst und sagst, Yeshua, komm in mein Leben, verändert mich, dann bekommst du seinen Geist. Er kommt und lebt in dir, und dann bringst du die Früchte des Geistes, und eine davon ist Friede. Halleluja. Oh. Liebe Geschwister, wie predigen überhaupt nicht? Also hier, wenn wir sagen, zurück zum Wort. Zurück zum Wort ist einfach, dass man also zurück zum Schöpfer kommt. Zurück zum Herrn kommt. Derjenige, der uns also Friede gibt. Liebe. Halleluja.
Ich sehe, wie die Leute einfach leiden. Die leiden, die kämpfen, die wollen unbedingt etwas erreichen. Oh ja, mir fehlt also dieses Zeugnis, mir fehlt also diese Arbeit. Oh, dann, die kriegen die Arbeit, aber die haben keinen Frieden. Die jagen nach dem Geld, die jagen nach Frauen, nach Männern und. Da denken, dass sie Frieden in diese Sachen finden werden. Yehoshua Mashiach ist der Einzige, der richtige Friede geben kann. Halleluja! Halleluja! Man liest also in der Bibel also so oft, als die Jünger Jesus, die wurden also so verfolgt, die hatten Angst, die haben sich also versteckt. Aber als Yehoshua Mashiach kam, er sagte immer, Friede sei mit euch. Halleluja! Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Halleluja! Versöhnt dich also mit dem Herrn. Versöhnt dich also mit dem Schöpfer. Erkennt deine Sünde und sagt Yehoshua Mashiach, rette mich von der Sünde. Rette mich von der Sünde. Und ich sage überhaupt nicht, dass du unbedingt in eine bestimmte Kirche, katholische Kirche oder sowas oder irgendwelche Gruppe zu gehören. Nein, ich predige, dass du direkt zum Herrn gehst. Weil heute die Menschen haben alles getan. Die haben so viele Zwischenmenschen gelegt, dass die Leute immer zu irgendwelchen Leuten gehen, irgendwelche Pastoren, irgendwelche Leute, irgendwelche Seelsorger gehen. Aber ich predige von Yehoshua Mashiach, das Kreuz, der Einzige, der für uns gestorben ist, der Einzige, der sein Leben für uns gegeben hat. Er ist unser Retter. Geh zurück zum Retter. Sag ihm, Yehoshua Mashiach, rette mich. Rette mich von der Sünde. Rette mich von dieser Welt. Ich will mich also mit dir versöhnen. Diese Versöhnung, derjenige, der dich also Leben gibt, geh zurück zu ihm und dann wirst du richtige Friede erleben. Halleluja. Gib dein Leben Yehoshua Mashiach. Halleluja. Lieber Geschwister, das ist also der zweite Teil also von unser Thema Friede. Frieden schließen. Die Bibel sagt uns also, dass wir erstmal Frieden mit unser Schöpfer schließen sollen. Wir sollen also diese Frieden nachjagen. Das ist das Wichtigste. Und wenn wir Frieden haben, wenn wir auch Kinder des Friedens werden, damit wir auch Frieden weitergeben. Die Bibel nennt also unser Herr Yehoshua Mashiach, der Prinz von Friede. Halleluja! Hey! Ah, es ist so schön, über Yehoshua zu reden. Halleluja! Ich segne euch im Namen unser Herr Yehoshua Mashiach und ich bete, dass ihr weiter also diese Videos schaut und bitte verteilt es weiter, schickt es also an Leute, schickt weiter, damit die Leute einfach diese Botschaft hören und dass sie sich also mit dem Herrn versöhnen können. Halleluja! Yehoshua Mashiach ist unser Herr. Wir sehen uns also nächstes Mal auf unserer Seite zurück zum Wort, zurück zu Yehoshua Mashiach. Und auf unserer Internetseite, ja, auf unserer Internetseite zurück zum Wort. Oder in Stimme des Predigers. Yehoshua Mashiach möge euch segnen. Und es gibt also ein neues Projekt. Also die Internetseite also wird sich also ändern. Wir werden nicht nur Lehre auf Deutsch haben. Wir werden das auch auf Französisch, oui, en français, und wir werden das auch auf Englisch haben. Ja, welcome to our internet site in English. So, we will also preach in English. Halleluja. Also wir werden auf Englisch, auf Französisch oder andere Sprachen auch predigen, damit diese Internetseite einfach international wird. Es wird nicht nur so für Deutschland, aber weltweit, weil Yehoshua Mashiach alle Menschen auf dieser Welt ruft. Er ruft sie alle zurück. Zurück zum Wort. Zurück zu Yehoshua Mashiach. Le retour à la parole. Back to the words. Halleluja. Yehoshua Mashiach ist unser Retter. Ich danke euch
im Namen des Herrn Jeschua. Amen.